Übrigens, wir haben schon zwei Baumeister verloren. Nur mal so am Rande. Verteidigt das Schlachthaus! Ja, doch. Ist doch leider nicht ganz so einfach. Jetzt Bannerträger! Arbeitet an eurer Einstellung! Ach, der ist nur vorübergehend da. Geiles Bild übrigens. Ihr solltet euch erstmal zurückziehen. Wir haben die Bannerträger, das ist gut. Das wird ausgebaut. Oh, hier, die Taverne ist dafür da. Alles klar. Oh, Alter, ich hab keine Ruhe. Es nervt. Wächter im Wasser. Greif an. Meine Fresse nochmal. Diese Kackzwerge, die gehen mir richtig auf den Sack. Meine Fresse, ey. Kann doch nicht wahr sein, Mensch. Dass man hier nicht mal so bauen kann, dann ist sie gleich angeschossen worden. Lass gut, zieh dich zurück, du fällst gleich um. Ich dachte gerade, jetzt greifen die uns schon von hinten an. Boah, ey, das gibt's nicht. Jetzt werde ich da oben angegriffen. Was ist denn da oben? Ach, der Unhold. Ja, gut. Fledermäuse nicht verfügbar. Och, Leute. Bin ich jetzt echt gezwungen, Saurons Auge zu nehmen, oder was? Oh. Toll, ich kann meine Aufklärerfähigkeit nicht nutzen. Die Pläne des Meisters. Ist das nicht schön? Ihr Land. Ja. Also Erebor, merkt man, ist auf beiden Seiten eine ziemliche Kackmission. Und da kommen schon wieder Lanzenträger. Yay! Freude! Schicken wir sie zur Hölle! Immerhin mögen Lanzenträger keine Bogenschützen. Das ist ein natürliches Gesetz. Schon wieder? Das Lager wird angegriffen! Alter, ihr geht mir richtig auf den Sack heute, Zwerge, ehrlich. Ihr geht mir richtig auf den Sack. Meine Güte. Der Feind greift uns an! Macht, was euch befohlen wird! Einen habe ich noch. Komm schon, ihr wisst, was zu tun ist! Mit Verrätern machen wir kurzen Prozess. Feind ist die ganze Zeit in unserem Lager. Das ist ja das Problem. Die Taverne ist kaputt. Es müsste das eigentlich so sein, dass sie tatsächlich nach einer Zeit neu aufgebaut wird. Eigentlich. Ich brauche mehr Ressourcen. Das neue Gebäude ist fertig. So, die Gebäude müssen erstmal auf Vordermann gebracht werden. Die sind fertig. Was ist eigentlich mit den Harad... Oh Gott, 500, okay. Zerstört alles! Pfeile, los! Es fällt mir gerade nichts mehr zu ein. Ich möchte nochmal betonen, eigentlich sind wir die Angreifer. Wer greift uns an... Das lohnt sich nicht. Wer greift uns andauernd an? Genau, der Gegner, der eigentlich verteidigen sollte. Zerstören! Komm ja, schon, ja, Baumeister, die Herrschaft Mordors ist nah. So, Schatz mitnehmen, weiter. Eigentlich sollte ich dafür was anderes nehmen. Warte mal, ich baue mal zwei random Schwertkämpfer, die ich eh nicht brauche. Und schon wieder kommen Lanzenträger. Yay. Ich dachte, wir sind fertig. Nein. Sie greifen uns an. Hier gibt es immer Arbeit. Ich darf jetzt sämtliche Schlachthaus mit dem Turm absichern. Aber wirklich sämtliche. Ach, hier habe ich sogar drei Türme. Weil die KI mich nicht in Ruhe lassen kann. Weil die KI so Bock hat, mir auf den Sack zu gehen. Ich meine, auf der einen Seite ist es gut, es bringt gute Kohle. Muss man dazu sagen. Jeweils 1000, oh ja. Aber was wir haben, das haben wir. Dann haben sie Feuerpfeile, dann machen sie mehr Schaden. Oh, ich rufe jetzt mal die Dunländer. Ich hätte es fast wieder gesagt. Ich hätte es fast wieder gesagt. Ja, wieder? Wo denn diesmal? Und immer Lanzenträger, ne? Immer Lanzenträger. Der Feind
damit er ja meine Nazgul umhauen kann. So ein Wichser. Verschont niemanden! So ein Wichser. Ja, natürlich. Immer die. Schick doch mal was anderes. Deine Axtwerfer zum Beispiel. Die kann man schön leicht platt machen. Aber nein. Ja, so schön. Oh, ich komme hier nicht voran. Das nervt. Ich hasse es. Ja, die sind natürlich so angeblich hyperstark, dass sie alles platt machen. Komischerweise, wenn ich sie habe, sind sie scheiße. Komisch. Ja, dann gehst du nicht richtig mit ihnen um. Das ist mir scheißegal. Sie wollen unser Schlachthaus zerstören. Ja, das wollen sie die ganze Zeit. Meine Fresse, ey, das nervt wirklich. Das nervt wirklich nur noch. Du kannst dich in Ruhe bauen. Du kannst dich in Ruhe mal die Stadt zerstören. Alles wird dir gleich platt gemacht. Das ist so richtig so ein Leck-mich-am-Arsch-Mission. Und wenn ich Pech habe, zerstört mein Katapult gleich noch mein Schlachthaus. Richtig toll. Und kaum bin ich mit einem Trupp fertig, kommt gleich der nächste angeschissen. Verteidigt das Schlachthaus! Plündert unser Lager! Eine neue Horde! Pfeile bereit machen! So wird das nie was. Wir haben viel zu tun! Marsch, marsch! Das kann doch echt nicht angehen, dass ich jetzt hier die ganze Zeit nur auf Verteidigung spiele. Eine neue Horde auf! Ja, die Taverne steht noch. Marsch, marsch! Die Taverne nützt mir sowieso nichts, aber wir können sie ja trotzdem mal spaßeshalber erobern. Schnecken. Seid ihr bereit? Weiter, weiter. Aber ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall diesen Zusatzturm. Seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Wir kümmern euch mal um die Stadt. Ein Nazgul kämpft für uns. Ja, bislang sehr ineffizient, muss ich zugeben. Bislang wirklich sehr ineffizient. Sie greifen wieder an. Ich hol mal die Haradrim mal ran. Wir werden angegriffen! Ja, das. Spannt eure Bögen! Macht euch bereit! Automatische Reparatur, machen wir mal. Weiter so! Wie gesagt, man kann die Gebäude neu aufbauen. Und ihr kriegt jetzt endlich mal Feuerpfeile hier, dass hier endlich mal ein bisschen Effizienz mal reinkommt. Kann doch nicht angehen hier, dass wir hier dauernd Arschtritte kriegen. Bogenschützen! Oh, siehst du, es sieht doch schon anders aus. Verbrennt die Zwerge! Sie greifen uns an! Noch mehr Haradrim sind gekommen! An die Arbeit! Aber so gut wie sie hier jetzt tun, sind sie nämlich eigentlich gar nicht. Gegen Kavallerie sind sie gut, ja. Aber Kavallerie habe ich nicht. Außer die Nazgul und Saurons Mund. Aufwachen, meine Krieger! Die Stachelpfeile, stimmt die eigentlich auch noch nicht. Holen wir die auch noch. Wir haben 10 Punkte, das ist gut. Ich brauche aber, glaube ich, für Saurons Auge 15. Ja, 15 Punkte brauche ich. Ich brauche eine Aufklärungsfähigkeit. Bringt sie zum Schweigen! Eieieiei. Ein bisschen Verderbtheit, damit sie ein bisschen Rüstung haben. Ah ja, und Kampfboost kriegt ihr auch noch. Guckt euch das an, wie blau die Karte ist. Das kann doch nicht angehen. Macht euch bereit. Hallo, ich bin der Angreifer. Ich soll angreifen, nicht ihr. Was ist das denn hier? Dann haltet euch doch mal ein bisschen zurück. Wenn ich angreifen soll. Ich kann nicht angreifen, wenn ich da unten die Fresse krieg. Meine Güte nochmal. Es kann doch nicht so schwer sein. Ihr wisst, was zu tun ist. Arbeitet an eurer Einstellung. Baut. Merkt man, dass ich genervt bin? Bestimmt. Mach dich nützlich! Der Feind greift uns an! Sucht den Feind! Wow. Wieso könnt ihr... Habt ihr... Also, achso, das ist die Rüstung. Ich wollte gerade sagen. Wir werden dann fertig! Und schon wieder kommen sie. Und der Wächter im Wasser ist gerade nicht bereit. Super. Die greifen das Lager an! Ich muss hier wirklich einen Turmgürtel aufstellen. Ich muss hier wirklich einen Turmgürtel aufstellen, ansonsten wüsste ich nicht, wie ich das verteidigen soll. Waffen! Weil er kommt von allen Seiten alle paar Sekunden. Und du hast nicht die Möglichkeit, dich mal in aller Ruhe wirklich mal koordiniert aufzubauen. Hast du einfach nicht.
Hier ist es richtig so nach dem Motto, von jetzt auf gleich, es hat alles zu funktionieren. Oder du gehst unter. Ist ein bisschen nervig. Bisschen sehr nervig. Und wenn ich Pech habe, machen sie meinen Turm gleich platt. Und ich könnte eine Feste bauen, aber die wird nicht lange halten. Nicht so. Noch ein Angriff. Genau das ist. Danke, du hast gerade das Problem sehr gut beschrieben. Es kommt ein Angriff nach dem nächsten. Gerade. Das ist einfach nur unfair, was hier gerade passiert. Die kommen alle nächst lang. Da kommt schon der nächste Trupp. Wie soll man das alles abwehren auf Dauer? Das kannst du gar nicht. Guckt euch das an. Ich habe keine Übereinheit, mit der ich jetzt sagen könnte, jo, ich mache jetzt alle platt. Kein Problem, ich kann mal ein paar Trolle bauen, aber es wird nicht viel ändern. Ja, schön. Also die Mission ist eine Frechheit. Muss ich wirklich mal so sagen. Diese Mission ist wirklich eine Frechheit. Hier wird erwartet, du sollst der Angreifer sein, du sollst den Thron von Erebor zerstören. Ich sehe hier momentan nur, dass ich auf die Fresse kriege, von allen Seiten. Und ich kann nicht mal alle Türme upgraden, weil das so schnell hier geht. Sobald ich irgendeinen versorgt habe, kommt gleich der nächste Angreifer und ich kriege wieder eine rein. Das ist auch einfach nur für den Arsch. Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sagen muss. Das ist einfach nur für den Arsch. Auf der einen Seite ist es auch gut, weil ich verdiene gutes Geld dadurch, weil ich diese Plündererfähigkeit habe. Aber trotzdem ist es nervig. Oh, die Festung kostet sogar nur 2500. Sind Sie das? Ist das der Feind? Wisst ihr was? Dann bauen wir Festung jetzt. Ganz einfach. Aber ich habe die Schnauze sowas von voll hier, die ganze Zeit angegriffen zu werden. Das reicht jetzt langsam mal. Dann bauen wir jetzt Festung, ganz einfach. Dann scheiße ich euch zu mit Festung. Fertig. Weil so geht das langsam echt nicht mehr weiter. Die ganze Zeit kriegen wir hier aufs Maul, hallo? Ich glaube, ich spinne. Seid bereit! So. Ein bisschen aus hier. Erstmal müssen wir das mal erweitern. Was sagt er? Mindestens 5 Katapulte sollen wir haben? Folgt mir! Scheiße, ey. Unsere Festung ist fertig! Nein. Achso, das ist eine Fähigkeit. Alles klar, ich wollte gerade sagen, so, hä? Upgrade wurde bereits gekauft, ja. Mogul-Hexerei. Oh, das war falsch. Natürlich können sie es nicht lassen, greift vielleicht direkt an. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ihr seht mein Dilemma, ne? Ich bin immer noch in der Verteidigung. Ich kann nicht angreifen. Oder überhaupt mal in Erwägung ziehen, mal anzugreifen, weil ich die ganze Zeit aufs Maul kriege. So, ich hoffe, dass das durch die Trolle jetzt mal ein bisschen besser wird. Langsam reicht mir das wirklich mal. So. Hey, Baumeister, an die Arbeit! Also langsam ist das wirklich nicht mehr lustig hier. Hier wird nicht gefaulet. So wie du hier aufs Maul kriegst, das ist ja ekelhaft. Baut! Zwerge, sie kommen aus Südwesten. Wir müssen aufpassen. Die Arschlöcher kommen von überall gerade, das ist ja mein Problem. Das ist gerade mein Problem. Die Arschlöcher kommen von überall. Saurons Auge, ich brauche eine Aufklärung. Bogenschützen halten sich wacker, das freut mich. Das freut mich wirklich, weil das ist wenigstens mal was, was funktioniert. Ach, der Turm ist auch noch auf der gegnerischen Seite. Ja, den machen wir gleich platt. Ey, Trolle, kümmert euch mal um diesen Kackturm da, der nervt. Große Stunde der Trolle, ich sehe das schon. So. Momentan sind das einfach nur Präventivschläge, die ich durchführe. Also Schläge aus der Verteidigung heraus. So. Da kommen schon die nächsten.
Guck mal, da drüben sind auch noch Häuser. Platt machen. Bauen wir drei weitere Trolle. Das wird noch weiter ausgebaut. Sieht geil aus, die Mordor-Festung, doch. Das Lager wird angegriffen. Gloin, dieser Narr. Er hat die Zwerge der Eisenberge gerufen. Sie wollen unser Schlachthaus zerstören. Hat der Gegner nicht schon genug Vorteile? Muss er jetzt ernsthaft noch sowas kriegen? Mama, ist das euer Scheiß Ernst oder was? Ja, natürlich. Jetzt greifen sie auch noch von hinten an. Es war ein Witz. Ein schlechter. Es war ein Witz. Wir verteidigen das Schlachthaus. Das kann nicht wahr sein. Ey, es kann echt nicht wahr sein. Das ist eine Frechheit. Echt. Oder sonst brennt euch echt der Hut, oder was? Also das kann echt nicht wahr sein. Das ist wirklich eine Frechheit. Ehrlich. Ja, und du zerstörst alle meine Schlachthäuser, du Wichser. Das soll ich gefälligst lustig finden, oder was? Ich glaube, ich spinn. Alter, und von allen Seiten gleichzeitig. Das typische KI, die typische KI-Scheiße. Schön von allen Seiten, damit du ja keine Chance hast. Hier gibt es immer Arbeit. Ihr wisst, was zu tun ist. Oh, ich hoffe, das hat sich damit jetzt erledigt. Das finde ich nämlich echt eine Frechheit hier. Das geht gar nicht. Waffen! Das ist der Weg! Ne? Mal ganz ehrlich. Weißt du, der Gegner hat so viele Vorteile und kriegt noch mehr in den Arsch geschoben. Langsam reicht's mal hier. Nicht gefaulenzt! Mach dich nützlich! Ehrlich. War eine gute Idee, da eine Festung hinzuzimmern. Gut, ihr wollt also Festung als Gegenmaßnahme? Kriegt ihr. Ich habe nämlich langsam wirklich die Nase voll. Dann baue ich euch, dann scheiße ich euch zu mit meinen Festungen. Habt ihr jetzt davon? Ist sonst noch irgendwas Zwergisches, was Ärger macht? Nee, sieht nicht so aus. Gut. Endlich mal ein bisschen Frieden hier. Na. Ja, er verbessert seine Leute auch noch super. Es wird immer besser hier. Verbessert die Panzerung der Festung, ja. Braucht man anscheinend hier. Vorderen Türme alle wegrasiert. So, und dann nochmal Angstfaktor hier. Das neue Gebäude ist fertig. Schön Angst und Schrecken ausstrahlen hier. Glaube ich, stimmt. Ein Nazgul kämpft für uns. Ja, einer fehlt sogar noch. So, haben wir hier noch irgendwo einen Troll rumrennen? Da kommen schon wieder die nächsten. Was? Ja, genau. Festungsbau. Sofort. Macht euch kampfbereit. So, und die Orks stellen sich davor. Wir haben viel zu tun. Dann werde ich hier auch nochmal eine Orkgrube ausheben. Ihr wisst, was zu tun ist. Ausnahmsweise. Normalerweise mache ich das nicht. Das wird repariert, das ist gut. Oh, Trolle, ihr dürft mal den Turm noch platt machen. Den Turm von Gorgonoth gebaut. Ihr wimmelt es von Feinden. Da sind sie. Fesselt ein Feuerball. Ja, und was bringt mir das? Welche Reichweite hat der? Hier drüben sind sie auch. Ja, rauf da. Bringt sie zum Schweigen. Macht euch bereit. Seid ihr eigentlich so weit hinten? Sag mal. Sie müssen feilen. Ehe der da ist, ist es schon längst vorbei. Schickt ihnen einen Pfeilhagel. Vernichtet sie! Die Festung ist bereit! Sehr schön. Oh, wenn die Festungen schon so günstig sind, dann scheiße sie auch zu damit. Ganz einfach. Ich habe kein Geld mehr. Komm schon auf! Da ist noch einer! Erledige ich sie! Ja, wir haben ja noch ein paar Häuser in Reserve. Hierher! Beeilung! Ein bisschen Geld einsammeln. Jetzt brennt es ja dauerhaft, oder wie? Auch schön. Weiterung. Spannt eure Bögen. Vernichtet sie. Aber aktuell muss ich wirklich hier die KI mit
Mit Dings zu scheißen. Ach guck mal, die sind Stufe 5 schon. Nicht schlecht. Ihr werdet nicht gefaulenzt! Ja, bau mal ein Schlachthaus. Aufwachen, meine Krieger! Ah, ihr könnt auch mal nach oben. Macht euch Kampf. Habt ihr geschafft? Schön, zieht euch zurück. Wir haben die Ork-Grube erweitert. Dendersgur ist zurück. Hier ist noch ein Troll. Wo sind die Trolle eigentlich? Da oben. Schließ dich den an. Mit Verrätern machen wir kurzen Prozess. Bau schon mal 5. Wir wären dann fertig. 150 wäre das. Ihnen, knapp kurz vors Limit. Achtung, Bogenschützen! Aber wirklich ganz knapp kurz vors Limit. Aber es geht noch. Wenn jetzt nicht irgendwas erschwerend hinzukommt, dass jetzt alles zuballert. So, jetzt setzen wir mal Saurons Auge ein. Aufklärung. Wir müssen wissen, wo was ist. Da sehe ich schon mal einen Turm. Das Katapult kommt wie gerufen. Also das Gebiet rund um Tal scheint soweit sauber zu sein. Ah ja, hier steht ein Katapult. Alles klar. Da auch. Gucken wir mal hier weiter. Das war übrigens die Taskleiste. Wir haben jetzt 80 Minuten auf der Uhr, fast 90. Das Katapult kommt wie gerufen. Wir haben den Feind gefunden. Ja, der Feind hat eher uns gefunden die ganze Zeit. Da ist seine Produktion. Wir werden angegriffen! Verdammt, das war zu schnell. Aber wir wissen, wo seine Produktion sitzt. Momentan hat er noch keine Belagerungswaffen geschickt. Noch nicht. Das kann sich ganz schnell ändern. Wir haben 13 Punkte.